Wer kommt eigentlich alles zu Gamescom? Leute, ich gehe zu Gamescom und ihr könnt mit dabei sein. Im Prinzip, wir machen mal so ein Zuschauertreffenartiges Dings. Ihr müsst erstmal gucken, ob man das überhaupt darf, weil ich denke mal, da kommen dann schon ein paar Leute hin. Mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Aber wir treffen uns mit ein paar YouTubern so bei der Gamescom. Ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen. Wenn ihr mich irgendwie trefft, könnt ihr euch mich meinetwegen auch ansprechen. Das juckt mich eigentlich nicht. You're as desperate as that sounds, yeah, yeah. Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time. Ja, wieder mal am Samstag, ihr wisst Bescheid. Heute auch wieder ein langer Stream, weil ich denke mal, es wird wieder nach dem Stream hochgeladen. Deswegen ist es eigentlich total unnötig, dass ich das jetzt sage. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Kommentar. Und der kommt nämlich von HiveKid. Der schreibt nämlich, wie alt bist du? Ich bin 13. Und ja, der nächste Kommentar kommt von Justin Hofen. Hey, ich bin ein Skyline. Kannst du zu einem 1000 Abonnenten ein Texture Pack machen oder ein Giveaway? Texture Pack habe ich alle schon so random hochgeladen, sogar schon zweimal. Deswegen würde ich da, also ich denke mir da auf jeden Fall noch was Cooles aus. Ein Giveaway würde ich vielleicht auch machen, man weiß es nicht, Leute. Lasst euch da mal halt am Maul. Der liebe, der Simon schreibt, Peace Blue, mein Handy nervt auch immer. Ja, ist auf jeden Fall geil. Diesmal ist mein Handy nicht da. Ich habe auf jeden Fall gerade noch mein neues Mischpult ausgetestet, denn so ein Mikrofon habe ich da angeschlossen. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Sennheiser E835, wen interessiert. Hat eine ganz gute Klangqualität. Probiere ich gerade was mal auch mit meinem Yamaha Mischpult. Ist eigentlich ganz chillig, macht Spaß. Und weiter geht's. Der liebe Cetro PvP schreibt, welche Kamera benutzt du? Das ist die Canon EOS. Das war doch die Canon EOS 500D, meine ich, ne? Ja. Ja. Nein. Canon EOS 1200D, meine Freunde. Der liebe Tasty Zockt schreibt, sauber. Danke für den Kommentar. Und der liebe Ghost Slays schreibt, halt. Hat das irgendwas zu bedeuten? Illuminati confirmed. Der liebe Gameplay TV schreibt, wie bekommt man Mandas TP bei Skype? Achso, weiß ich ernsthaft nicht. Frag genau selber nach. Der liebe Lino SGE schreibt, nice Video, magst du Fußball? Ich gucke nicht so gerne Fußball. Früher habe ich mal Fußball gespielt, hat mir nicht so krass gefallen, also so mittel. Der liebe Stylex PvP schreibt, nice. Der liebe Skulle DD schreibt, danke für, schreibt, Peace, freshes Video, wir müssen mal zusammen zocken. Adam dich mal auf Skype, okay, ja klar, du kannst mich gerne auf Skype adden, ich heiße immer Moritz Game, ihr könnt mich gerne adden. Oh, der liebe Skywar HD schreibt, machst du eine Roomtour? Die habe ich schon hochgeladen, Leute, guckt euch die an, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Es war jetzt nicht das beste Video gewesen, auch das ging eigentlich. Der liebe The Basher HD schreibt, die erste Folge, wo ich nicht mit drin war. Trauriges. Nein. Kann das sein? Das ist Illuminati confirmed. Der liebe Mindforscher schreibt, wer hat dir dein Intro gemacht? Bräuchte ein Animationsintro? Ich habe das selber gemacht. Der liebe Benny CSGO schreibt, träume ich oder ist das Gameplay vom Mausvideo? Illuminati confirmed. Außerdem habe ich meine Frisur heute nicht hochgestylt. Das liegt daran, weil ich einfach gar keinen Bock mehr drauf habe, weil die schon viel zu lang geworden sind. Halt der Maul. Der liebe Reesfloppy, bin ich eine Kolde Kokosnuss? Nein, Spaß, jetzt mal really. Wer kommt eigentlich alles zu Gamescom? Leute, ich gehe zu Gamescom und ihr könnt mit dabei sein. Im Prinzip, wir machen mal so ein Zuschauertreffenartiges Dings. Ihr müsst erstmal gucken, ob man das überhaupt darf, weil ich denke mal, da kommen dann schon ein paar Leute hin. Mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Aber wir treffen uns mit ein paar YouTubern so bei der Gamescom. Ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen. Wenn ihr mich irgendwie trefft, könnt ihr euch mich meinetwegen auch ansprechen. Das juckt mich eigentlich nicht. Oh, der liebe I'm Energy Design schreibt, nice, mach ich. Warum? Illuminati confirmed. Okay, Leute, heute sind es auf jeden Fall ziemlich oft die gleichen. Halt der Maul. Oh Mann, okay, der liebe X der Robin schreibt, geiles Video und cooles Intro. Danke auf jeden Fall, das Intro habe ich nämlich selbst gemacht, deswegen freut mich das, ja. Die liebe Alina Bukneva schreibt, wie heißt du auf Skype? Würde dich gerne adden. Ich antworte jetzt einfach mal. Moritz Games. Ihr könnt gerne gucken, ich habe ihn wirklich geantwortet, Leute. Ich lüge nicht. Okay. Oh, der liebe Official Accept Talk schreibt, haha, geiles Video. Dankeschön auf jeden Fall. Der liebe Mystery C schreibt, eine Sache, bitte nimm nicht das gleiche Gameplay. Nö. Definitiv nein.
Der liebe Olmo Artworks Free Banner schreibt: Hashtag ein Herz für Reeps oder nicht? Ein Herz für Raps. Ein Herz für Raps, Leute. Ein Herz für Raps. Der liebe Andi Meier schreibt: Hey Moritz, bin neu auf deinem Kanal, finde ich sehr sympathisch und würde gerne mal mit dir spielen. Jo, einfach Moritz Gamed auf Skype adden. Der liebe Conbreak schreibt: Wie heißt deine Maus? Das ist die Logitech G502. Ich gucke dir jedes Mal drauf, wenn ich das mache. Egal. Der liebe Strolch XHD schreibt: Spielst du auch was anderes außer Minecraft? COD oder so? Eigentlich nicht. Außerhalb von Minecraft mache ich dann so Sachen wie After Effects, irgendwelche Intros machen, mit Freunden skypen, sowas halt. Da zocke ich nichts mehr, also im Prinzip, ja. Der liebe Noxy Boss schreibt einfach nur ein Smiley. Hihi, toll. Frederik schreibt: Mit was schneidest du? Mit Premiere Pro. Premiere Pro, wenn du es nicht verstanden hast. Premiere, halt dein Maul. Halt dein Maul. MC Edeljoker schreibt: Ey, verwende mal Sahne Dani in der nächsten Folge. Ich gucke eben kurz, wie viel lange die Folge schon geht. Nein. Ich gucke eben, ob meine Kamera noch läuft, Leute. Das ist Ritual in jeder meiner Aufnahmen jetzt. Secret Gamer AD schreibt: Hashtag Frank Moritz. Welche Hintergrundmusik benutzt du in deinem Stream-Intro? Danke, du bist voll cool. Rechtschreibung ist cool. Alles klar. Alles klar. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Der liebe Michel Sperle schreibt: Das ist ja so wie Fan, geile Scheiße. Nein, Spaß, nice Video. Danke. Hi Hate. Ich glaube, du bist Hi Hate. Deswegen. Geh von meinem Channel. Okay. Der liebe Face im LP schreibt: Hey, könntest du mal auf dem TS von deinem Freund kommen? Reeves wird auf jeden Fall von Voice-Private von Me. Ich bin da eigentlich manchmal drauf, aber ich finde die Qualität da irgendwie nicht so krass. Deswegen, ja, Leute. Der liebe Close Security Games schreibt: Du bist so Hashtag abgehoben. Was hältst du von Hashtag Bilou? Ach so, das ist dieses Bibi Loves You, meine Freunde. Auf jeden Fall, beste Marke habe ich auch schon gehalten. Der liebe Kakao Bubi HD schreibt: Der Stream am Samstag war echt der Hammer. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ich fand den auch ganz geil. Also heute auch wieder Stream am Samstag, meine Freunde. Guckt auf jeden Fall dabei. Schleichwerbung ist auf jeden Fall mal wieder mit drin im Video. Erstmal abhaken. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Was kannst du eigentlich? Maul. Okay. Der liebe Faker TV schreibt: Irgendwie erinnerst du mich an mich. Einziger Unterschied: Ich störe meistens meine Dinge, die nerven. Oh shit. Ich glaube, ich habe hier einen Mini-Spaß. Halt dein Maul. Leute, ich höre auf damit, das... Der liebe T-Crafter D schreibt: Mir fällt gerade ein, dass wir die gleichen Brillen haben. Meine ist auch schwarz und blau. Nur, dass meine Bügel nur noch innen ist und außen halt schwarz. Leute, ihr guckt jetzt gerade durch meine Brille. Wollt ihr mal gucken? Haha. Hier, warte. So. Ihr guckt jetzt durch meine Brille wahrscheinlich voll unscharf. Naja, mal gucken. Und der nächste Kommentar kommt von Fredo LP. Der Kommentar, nicht das. Der nächste, das. Nee, stimmt. Es heißt das nächste Kommentar. Tut mir leid. Der nächste Kommentar kommt von: Hey, mich kennst du vielleicht? Muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von der Qualität, Schneiderei und Videos. Man sagt immer, im Alter sollte man. Aber du musst. Leute, guckt euch das Kommentar bitte zu Ende an. Das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Kommentar. Das ist nicht einfach ein konstruktives Kommentar, wo man. Guckt euch einfach an, ihr werdet merken, das ist ein richtig geiles Kommentar. Auf jeden Fall Props an dich, da gebe ich ein Like drauf und schreibe erstmal Danke. Heute schreibe ich viel in den Aufnahmen. Ja, auf jeden Fall guckt mal gerne bei dem Typen vorbei. Ich denke mal, der ist auch etwas älter, weil meistens ist es ja so, dass. Es ist ein Klischee, aber es ist manchmal so, dass etwas Jüngere nicht mehr so gut sich artikulieren können, aber naja. Der liebe Felsenreiter schreibt: Nice Video, nehmen wir mal zusammen auf, würde mich freuen. Jo, können wir gerne mal machen. Musste ich einfach mal in die Warteschlange von PvP vs. You einschleusen. Echt cooles Video, mach weiter so. Schreibt der liebe Martlex. Auf jeden Fall, Dankeschön. Der liebe Sleepless MC schreibt: Nimm einfach immer das gleiche Gameplay, Leute. Ich hab keinen Bock mehr, ein Gameplay zu erspielen. Das macht einfach keinen Spaß und es macht einfach viel mehr Spaß, mich oft. Ey, die Aufnahme läuft zu lang, Alter. Der liebe I'm Real Banker schreibt: Was hältst du von Leuten, die andere haten, weil sie anscheinend hacken? Ja, gut, wenn man keinen Beweis hat, sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Der liebe G-Non schreibt: Guckst du Titan 2? Wenn ja, von mir. Ich guck das von Julia. Das ist noch eine recht unbekannte YouTuberin, aber trotzdem finde ich die ziemlich cool. Habe ich auch Story Mode geguckt bei der. Der liebe Mainster LP: Mal zocken, hast du ja Zeit, Jo. Leute.
Ja, ich sag euch zum Schluss nochmal was vom Video. Der liebe L, it's Edstron PvP schreibt, cooler Kanal. Danke auf jeden Fall an dich. Der liebe Worti schreibt, nice, nice, auf jeden Fall, dass du nice geschrieben hast. Leon W. schreibt, kannst du mal ein Video machen, wo du dein Equipment zeigst? Jo, kann ich gerne mal machen, weil ich jetzt ja auch was Neues dazu bekommen habe, mache ich das gerne. So, der letzte Kommentar kommt von Hardworks, nice, Like und Flutracks. Richtig cool mit Facecam, danke auf jeden Fall. Leute, ich muss aber jetzt euch leider etwas sagen. Und zwar merke ich auch jetzt schon wieder, die Kommentare sind einfach so viele, ich kann die nur noch runterrattern und dann ist es natürlich auch nicht mehr so cool und dann ist die Aufnahme viel zu lang. Deswegen machen wir es jetzt so. Ihr sendet immer noch weiterhin richtig viele Kommentare, ihr könnt sogar noch mehr schreiben, meinetwegen. Aber ich nehme nur noch welche dran, die wirklich was beinhalten, was ich nicht schon tausendmal beantwortet habe, wie mit was schneidest du mal zocken, na, sowas halt, ne? Was ich schon tausendmal gesagt habe, addet mich auf Moritz Games, Skype, das sage ich dann immer tausendmal, es ist auch für euch langweilig. Deswegen werde ich das jetzt leider überspringen, tut mir leid, aber ich denke mal, es ist für euch viel angenehmer dann auch zum Angucken und wieso, das nervt mich auch schon wieder, ich glaube, ich muss zerstören, nein, Spaß. Jo Leute, das ist die kleine Änderung, aber wir sehen uns bis zum nächsten Video, haut rein und tschüss! Get it, 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 get it